Wir sind im Video 2 der siebten Woche. Wir machen jetzt den Banachschen Fixpunktsatz. Der ist für sich genommen auch unfassbar wichtig. Hat ganz viele Anwendungen in der Mathematik. Für uns ist er jetzt das Hilfsmittel, mit dem wir den Satz über implizite Funktionen beweisen. Direkt formulieren, Satz 1 dieses Kapitels. Also eben dieser Banachsche Fixpunktsatz. Ich setze hier voraus, dass x ein Banachraum ist und a eine abgeschlossene Teilmenge. In Wirklichkeit würde es völlig ausreichen, wenn wir voraussetzen würden, dass A ein vollständiger metrischer Raum ist. Gehen Sie in Gedanken, dann Beweis durch. Wenn Sie hohe Ansprüche an sich haben, dann machen Sie es, während ich jetzt den Beweis führe. Man braucht eigentlich immer nur Norm einer Differenz zu ersetzen durch einen Abstand. Ja, also ich setze jetzt Banachraum voraus, metrischer, vollständiger metrischer Raum hätte gereicht. Aber der wesentliche Punkt ist, es muss vollständig sein. Vollständigkeit heißt, jede Cauchy-Folge konvergiert. Und das ist der zentrale Punkt hier für diesen Banachschen Fixpunktsatz. Ist ja auch eine schöne Ähnlichkeit, dass der Banachsche Fixpunktsatz heißt. Und der liegt im Banachraum und ich bin hier auch im Banachraum. Also lassen wir es doch dabei, dass es alles jetzt Banach gewidmet ist. Okay. Also das ist der Grundraum. Und jetzt haben wir eine Abbildung. Phi sei eine Abbildung von A nach A, also eine Selbstabbildung. Übrigens, hier ist auch schon eine Voraussetzung versteckt, die man auch manchmal vergisst. Also muss schon von A nach A gehen, darf nicht aus der abgeschlossenen Menge A rausfallen. Und diese Abbildung sei kontraktiv. Das heißt, für einen Kontraktionsfaktor Theta, der soll im Intervall 0, 1 liegen, aber er muss echt kleiner als 1 sein. Ja, das ist so ähnlich wie beim Quotientenkriterium. Ja, der Faktor zwischen den zwei folgenden Tieren muss schon echt kleiner als 1 sein. Also das Theta ist fest und es ist kleiner als 1. Und für dieses Theta gilt, dass Phi von einem, die Unbekannten heißen jetzt F mit Blick auf die Anwendung hier, das Phi von F minus Phi von G, davon die Norm, das ist jetzt also die Norm im Banachraum X, die ist kleiner gleich, na dieser Vorfaktor, kleiner als 1, mal F minus G. Also kontraktiv heißt, Sie nehmen zwei Argumente F und G, die haben einen gewissen Abstand, 5, und jetzt bilden Sie mit Phi ab, und hinterher haben Sie auch einen kleineren Abstand. Der Abstand 4, aber kleiner als 5. Also zwei Punkte rutschen, wenn Sie Phi darauf anwenden, näher aneinander. Dann hat Phi einen Fixpunkt, dann existiert ein eindeutiger Fixpunkt. Und Fixpunkt heißt F Stern ein Element in A, sodass Phi von F Stern gleich F Stern ist. Also das F Stern wird von Phi auf sich selber geworfen, auf kein anderes, sondern nur auf sich selber. Dieser Fixpunkt ist eindeutig. Das ist die Aussage des Satzes. Also sehr schön, wir müssen hier gar nichts differenzieren und haben gar kein RN, wir haben nur einen abstrakten Banachraum, eine kontraktive Abbildung. Dann habe ich einen Fixpunkt. Okay, beweisen wir diesen Satz. Machen wir mal, weil es das Einfachste ist an der ganzen Sache, machen wir mal die Eindeutigkeit. Also erstens Eindeutigkeit. Da müssen wir jetzt also zeigen, es gibt nur ein solches F-Stern, das es erfüllt. Nehmen wir also mal an, es gäbe einen F-Stern, was es erfüllt, und einen G-Stern, das es auch erfüllt. Also das Phi von einem F-Stern gleich F-Stern und das Phi von einem G-Stern
seit E Stern. Was bekommen wir dann? Das Einzige, was wir zur Verfügung haben, ist diese Kontraktionseigenschaft. Also schreiben wir die hin. Wir haben Phi von F Stern minus Phi von G Stern. Ja, das ist ja F Stern minus G Stern. Also F Stern minus G Stern ist jetzt, hier habe ich nur hingeschrieben, das Phi von F Stern minus Phi von G Stern. Aber jetzt können wir die Kontraktionseigenschaft verwenden. Phi von F minus Phi von G. Das soll natürlich für alle F und G gelten. Ja? Stand nicht da. Das ist natürlich so gemeint. Also da können wir auch das F Stern plus G Stern einsetzen. Und dann ist es kleiner gleich dem Theta mal F Stern minus G Stern. Und jetzt können wir, ist klar, das ist eine Zahl, die ist kleiner gleich Zahl kleiner 1 mal sich selber, also ist diese Zahl schon 0. Wenn Sie es formaler sehen wollen, ziehen Sie das jetzt ab und dann haben Sie 1 minus Theta mal F minus F Stern minus G Stern ist kleiner gleich 0 und Sie teilen durch 1 minus Theta, was geht, weil Theta ja nicht 1 ist. Und dann haben wir F Stern minus G Stern gleich 0. Und nach den Eigenschaften der Norm, das einzige Element mit Norm 0 ist die 0, ist F Stern gleich G Stern. Also die Eindeutigkeit. Angenommen, es gäbe zwei Fixpunkte, dann stimmen die zwei Fixpunkte in Wirklichkeit sogar überein. Also das war sehr einfach. Und jetzt haben wir die Existenz. Das machen wir mit einem Iterationsverfahren, also das ist ein konstruktives Verfahren, man könnte das auch Computer programmieren. Also wir wählen ein F0 beliebig. Ich habe nicht gesagt, dass die 0 in A enthalten ist, bei mir hätte ich jetzt gesagt, wir wählen das F0 gleich 0, aber also wir nehmen ein beliebiges F0 in A. Und dann setzen wir immer das nächste F als das Phi vom alten F. Wir suchen ein F, was durch das Phi auf sich selbst geworfen wird. Also Phi von F gleich F. Und wir haben jetzt die Hoffnung, dass wenn wir immer von F starten, das Phi von F als neues F nehmen, dass wir dann vielleicht gegen ein solches F konvergieren. Okay, das ist jetzt als Definition von allen FK. Definition von FK für alle K aus N. Ja, denn ich habe jetzt, wenn ich wissen will, was ist F1000, dann muss ich halt erstmal F1, dann F2, dann F3 und so weiter bestimmen, bis ich F999 habe und dann habe ich F1000. Also ich habe alle F bestimmt. Für jede natürliche Zahl, die sich ausdenken, kann ich hier das F bestimmen. Und jetzt muss ich nachweisen, dass diese Folge fk konvergiert. Und dafür haben wir die Vollständigkeit vorausgesetzt. Wir wollen nachweisen, dass es eine Cauchy-Folge ist. Aber das müssen wir in zwei Schritten machen. Zunächst mal behaupte ich, rutschen die fk, wenn ich die Differenz zweier aufeinanderfolgender nehme, dann rutschen die zusammen. Also erste Behauptung, dass fk plus 1 minus fk deren Abstand, der ist, übrigens liegen die fk alle in A, soll ich vielleicht nochmal sagen, weil das Phi immer wieder von A nach A geht, also liegen alle in A. Den Abstand messe ich in der DDX-Norm. Der Abstand ist kleiner gleich Theta hoch k. Wir müssen gleich mal sehen, ob wir noch eine Konstante brauchen. Mal die Konstante ergibt sich jetzt gleich aus dem Beweis. Also da schreibe ich dann gleich was hin. Beweis 2 machen wir mit Induktion. Der Induktionsanfang ist, was ist F1 minus F0? Ja, das ist jetzt für k gleich 0. Das ist kleiner gleich
k hoch gleich 0, also Theta hoch 0. Naja, und jetzt sehe ich, was die Konstante sein muss. F1 minus F0 Norm. Also wenn ich hier F1 minus F0 schreibe, dann habe ich diese Behauptung, ich habe jetzt die Behauptung vervollständigt, diese Behauptung habe ich dann für k gleich 0 verifiziert. Denn F1 minus F0 erfüllt es ja. Und jetzt den Induktionsschritt. Der ist ganz einfach. Also es gelte jetzt für k und jetzt gehen wir auf k plus 1. Also f, dann bin ich hier bei k plus 2 minus fk plus 1. Ja, und jetzt nehme ich aber die Kontraktionseigenschaft, das ist das Einzige, was ich habe, das kleine gleich, achso, bin vielleicht ein bisschen schnell, ich muss erstmal feststellen, dass ja das fk plus 2 ist ja ein Phi von fk plus 1. Das fk plus 1 ist ja ein Phi von fk. Jetzt nehme ich die Kontraktionseigenschaft, dann ist das kleine gleich Theta mal, und jetzt die Argumente, fk plus 1 minus fk. So, aber die Induktionsvoraussetzung ist, dass das hier für fk plus 1 minus fk schon gilt. Dann ist es also kleine gleich Theta, das ist dieses Theta. Und Induktionsvoraussetzung Theta hoch k F1 minus F0. Und jetzt steht hier aber Theta hoch k plus 1 mal dieser Zahl, also genau Behauptung 1 gezeigt. Also wir haben Behauptung 1 gezeigt, aber Behauptung 1 ist natürlich nicht, dass es eine Cauchy-Folge ist. Denn in Behauptung 1 vergleichen wir nur zwei aufeinanderfolgende Fs. Also Behauptung 2 ist, das ist sogar eine Cauchy-Folge, nämlich, ich schreibe es mal gleich quantitativ hin, dann kann man es besser beweisen, die Behauptung. Wenn man mal m größer als k, dann ist fm minus fk in der x-Norm kleiner gleich, und irgendeine Konstante, die will ich wieder nachher bestimmen, sehe ich dann im Beweis, irgendeine Konstante mal Theta hoch, jetzt das kleinere hoch k. Damit hätte ich dann gezeigt, dass es eine Cauchy-Folge ist, wenn ich die Behauptung habe. Denn jetzt nehme ich zwei beliebige Indizes m und k, und die Differenz für beliebige Indizes wird klein, wenn der kleinere Index gegen unendlich geht. Also das ist sofort, dass eine Cauchy-Folge ist, und dann sind wir praktisch auch gleich fertig. Denn das ist eine Cauchy-Folge, dann konvergiert sie und der Limes erfüllt die Gleichung, das ist dann ein Einzeiler. Also, Beweis 2, aber das ist ja jetzt nur Aufsummieren von Behauptung 1. Also, das fm minus fk kann ich ja schreiben als, na, soll ich nochmal einfügen, das mache ich nur mündlich, ich schreibe das als fm minus fm minus 1 plus fm minus 1 minus fm minus 2 plus fm minus 2, also all diese Terme füge ich ein und dann mache ich die Dreiecksumgleichung mit endlich vielen Termen, dann ist es eine Summe und ich nehme immer f, das darf ich nicht k schreiben, l plus 1 minus fl davon die Norm. Und das L läuft jetzt, also das kleinste L, was vorkommt, ist das K. Also L gleich K. Und das größte, was vorkommt, also das L plus 1 soll dann M sein, also bis M minus 1 läuft das L. Und jetzt nehmen wir von Behauptung 1, die sagt etwas darüber, dann steht da F1 minus F0. Was für unsere Folge jetzt irgendeine Zahl ist. Also dieser Abstand zwischen F1 und F0 ist irgendeine feste Konstante. Diese Konstante mal Summe Theta hoch k.
Nein. Das ist ja die Abschätzung für fk plus 1 minus fk. Hier haben wir ja L plus 1 minus FL, also es ist Theta hoch L und L läuft von K bis M minus 1. Und statt bis M minus 1 zu laufen, kann ich jetzt hier sogar ganz verschwenderisch sein und ich summiere die bis unendlich auf. Und dann ist jetzt wieder Platz ganz knapp. Ja, ich schreibe hier die Konstante hin. Als Konstante nehmen wir dieses f1 minus f0 wieder. Und ja, jetzt müssen wir noch was bedenken. Was ist die, jetzt ziehe ich ein Theta hoch k raus. Ja, aber jetzt fehlt ja was. Jetzt fehlt noch die Summe aller Theta hoch j für j gleich 0 bis unendlich. Die Summe aller Theta hoch j, j gleich 0 bis unendlich, ist 1 durch 1 minus Theta. Ja, diese Summe muss ich noch bedenken. Dann steht die hier noch drin in C. Und dann habe ich das bekommen. Das ist genau die Behauptung 2. Also, im ersten Schritt haben wir gesehen, der Fixpunkt ist eindeutig. Im zweiten haben wir jetzt zunächst mal Behauptung 1 aufeinanderfolgende Folgen, die da abgeschätzt. Behauptung 2 beliebige Folgen, die da abgeschätzt. Es geht gegen 0, das ist also eine Cauchy-Folge und dann ist jetzt der Beweis ganz schnell fertig. Ab muss die Tafel wischen. An dieser Stelle haben wir, dass fk eine Cauchy-Folge ist. fk ist eine Cauchy-Folge. Jetzt nutzen wir die Vollständigkeit des Grundraumes, also hier Banachraum, vollständig, die nutzen wir aus. Und die bedeutet, jede Cauchy-Folge konvergiert, also es gibt ein f in, zunächst mal in x und die fk konvergieren gegen f für k gegen unendlich. Jetzt Abgeschlossenheit von A. Die fk sind alle in A. Dann ist jeder Grenzwert auch in A. Das war unsere eine Charakterisierung von Abgeschlossenheit. Also abgeschlossen war ja eigentlich das Komplement ist offen. Aber dann haben wir diese Charakterisierung gehabt. Wenn alle Limiten wieder drin sind, dann ist es abgeschlossen. Und umgekehrt. Jetzt abgeschlossen sind alle Limiten drin. Das brauchen wir hier. Also insbesondere hier haben wir auch f ist auch in A. Und jetzt müssen wir noch die Lösungseigenschaft zeigen. Die ist aber ein Einzeiler. Denn wir haben ja als Gleichung gehabt, fk plus 1 ist phi von fk. So, fk plus 1, jetzt machen wir einfach den Limes k gegen unendlich. Dann geht das fk plus 1 gegen, steht ja da, also fk plus 1 verhält sich genauso wie fk, konvergiert gegen f. Hier geht das fk gegen f. Und dann ist die Frage, was macht das phi von fk? Ja, wenn phi stetig ist, dann geht phi von fk gegen phi von f. Hier brauchen wir die Stetigkeit von f. Phi ist stetig. Woran sehen wir, dass Phi stetig ist? Ja, auch an dieser Kontraktivität. Ja, stellen Sie sich vor, das G ist irgendeine Folge, ich nenne sie jetzt nochmal fk, aber jetzt eine beliebige Folge fk gegen f, dann geht Phi von, also fk gegen f, also die Gs gehen gegen f, dann geht es Phi von fk gegen Phi von f. Also Phi ist stetig. Ja. Und hier ist Gleichheit, dann sind auch die Grenzwerte gleich. Also mit f Stern gleich diesem f sind wir fertig. Also wir können auch sagen, denn da gibt es ein f Stern, gegen das es konvergiert. Das konvergiert gegen f Stern. Und dann haben wir den Fixpunkt gefunden. So.
als eine kleine Anwendung dieses Fixpunktsatzes, damit wir uns da ein bisschen hineindenken, was man damit machen kann, möchte ich Ihnen noch einen Satz beweisen über das Invertieren von Matrizen. Eine Anwendung, Satz, spezieller Satz S1. Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes, Satz S1. Ich behaupte, dass wenn Sie eine invertierbare Matrix haben, im M Kreuz M, dann können Sie jede Matrix, die in der Umgebung dieser Matrix ist, auch invertieren. Also sei M aus N, also jetzt natürlich nicht 0 gemeint, A eine Matrix in R hoch M Kreuz M und die sei invertierbar. Dann behaupte ich, dass mit einem Delta, was ich sogar angeben kann, nämlich mit Delta gleich, dann nehme ich jetzt von A, dieser Matrix, die Inverse, die existiert ja, von der Inverse nehme ich die Norm, dann nehme ich noch zweimal das, dann nehme ich das hoch minus 1. Also wenn Sie schlecht invertieren können, wird auch minus 1 ganz groß, wird das Delta ganz klein. Mit diesem Delta gilt jedes B im B-Delta um die Matrix A ist invertierbar. Also das ist ein B im M Kreuz M wieder. Das ist die Delta-Kugel um A jetzt, aber im Raum der Matrizen. Und ja, diesen Satz möchte ich jetzt mal mit dem Banachschen Fixpunktsatz beweisen, weil der Satz ist für sich auch interessant. Wir brauchen auch so eine ähnliche Aussage, also diese oder eine schwächere brauchen wir im Beweis vom Satz über implizite Funktionen. Deswegen ist es eine ganz naheliegende Anwendung, dass ich jetzt mal zeige, wie man das mit dem Banachschen Fixpunktsatz machen kann. Okay, also Beweis des Satzes, das Ziel ist klar. Wir stören jetzt das A um eine Matrix, die nämlich D, glaube ich, sei D eine Störung von A, also A plus D, D eine Matrix im Kreuz M. Mit der Norm von D kleiner gleich Delta. Denn wir wollen ja in der B-Delta-Kugel um A die Matrix B haben und die dann invertieren. Also ist B von der Form A der Mittelpunkt dieser Kugel plus eine Matrix und die Norm dieser Matrix ist kleiner als Delta. Und das Ziel steht noch nicht da, invertiere. Also, was machen wir? Wir suchen ein E, eine Matrix E, auch wieder in R hoch M Kreuz M, mit der Eigenschaft, dass B mal E gleich Identität ist, oder umgekehrt, ich schaue mal lieber nach, dass B mal E gleich Identität ist. Also, B mal E, für B schreibe ich gleich A plus D mal E soll die Identitätsmatrix sein. Ja? Also hier ist eine M-Kreuz-M-Matrix, hier eine M-Kreuz-M-Matrix, die miteinander multipliziert, soll die Identitätsmatrix in R hoch M-Kreuz-M sein. Das wollen wir lösen. Ja, wie können wir das machen? Am besten mit einer Iteration mit dem Banachschen Fixpunktsatz. Also Iteration, wir haben ein E gegeben und suchen ein besseres E. Also diese Gleichung hier, die stellen wir jetzt erstmal um. Ich multipliziere erstmal aus, A mal E
plus D mal E gleich Identität. Und das A können wir invertieren, dann können wir also nach diesem E auflösen. Also E gleich, jetzt A hoch minus 1 davon, minus A hoch minus 1 D E. Also wenn E unsere Gleichung löst, die wir lösen wollen, dass es eine Inverse von B ist, dann ist das gleichbedeutend damit, dass E diese Form hat. Also dass E ein Fixpunkt der Abbildung ist, die ich Phi nenne, das ist die rechte Seite in dieser Fixpunktgleichung. Also A hoch minus 1 minus A hoch minus 1 dE. Das ist mein Phi von E. Phi geht, müssen wir uns mal überlegen, Phi geht vom Raum der Matrizen. Also M Kreuz M in den Raum der Matrizen. Und was wir jetzt gerne hätten, wäre, dass das Phi eine Kontraktion ist. Dann können wir nämlich den Banachschen Fixpunktsatz anwenden. Warum sollte das Phi eine Kontraktion sein? Naja, deswegen, weil das D eine kleine Matrix ist. Also ich denke an Delta ist klein. Das Delta ist ja hier gewählt, aber ich denke an ein kleines Delta. Dann ist D also eine kleine Matrix. Und dann ist dieser Term in E klein und dann könnte es kontraktiv sein. Also, was ist Phi von E2 minus Phi von E1? Ich setze also zwei verschiedene Matrizen E2 und E1 ein in unser Phi und schaue, wie weit die im Bild auseinander liegen. Phi von E2 geht los mit A hoch minus 1 minus irgendwas. Phi von E2 geht, Entschuldigung, Phi von E1 geht auch so los, A hoch minus 1 minus. Das heißt, das ist sogar gleich. Bei beiden steht jetzt nur A hoch minus 1 D. Und dann eben die E-Terme, E2 minus E1. Mit Normen bei Matrizen kann ich die jetzt auseinanderziehen, also Norm davon, mal Norm davon, mal Norm davon, weil die Normen ja Abbildungsnormen sind. Wir machen also, wie schlecht wird das Ergebnis A mal Vektor oder Matrix höchstens? Und wegen dieser Definition der Norm kann ich das auch schreiben als A hoch minus 1 Norm, D Norm, E2 minus E1 Norm. Und die D Norm ist kleiner als Delta. Delta ist aber 1 durch 2 mal A hoch minus 1 Norm. Also die A hoch minus 1 Norm fällt genau weg. Und das ist also, die ist kleiner gleich Delta, es ist kleiner gleich 1 halb E2 minus E1. Die Normen sind immer die Normen im RM Kreuz M, im Raum der Matrizen. So. Jetzt haben wir aber hier gesehen, das Phi ist eine kontraktive Selbstabbildung, das Theta ist 1 halb, eine kontraktive Selbstabbildung im Raum der Matrizen. Und deswegen gibt es einen Fixpunkt E. Also hier jetzt die Zeile, Satz 1 impliziert, es gibt einen E-Stern, der ist Fixpunkt. Wenn er Fixpunkt ist, dann ist also Phi von E-Stern gleich E-Stern. Das heißt, ich sage jetzt mal E statt E-Stern, Phi von E, also das hier ist gleich E. Das hier ist gleich E, das war aber genau die Gleichung, die wir lösen wollten. Also damit ist jetzt die Inverse gefunden. Also ich denke, das ist eine ganz nette Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes, dass man so jetzt also Matrizen invertieren kann eigentlich mit dem Fixpunktsatz in der Umgebung von der invertierbaren Matrix. Und aber auch der Satz, bitte merken Sie sich den auch, der kommt dann mal ganz kurz vor in dem Beweis vom impliziten Funktionensatz im nächsten Video. Also wenn man eine invertierbare Matrix hat, dann ist in einer Umgebung dieser Matrix
jede andere Matrix auch invertierbar. So, als nächstes kommt dann Video 3, implizite Funktionen mit Beweis.